Guten Abend miteinander. Seien Sie alle herzlich willkommen beim Hightech-Zentrum Aargau AG. Das Hightech-Zentrum Aargau ist ja eine Drehscheibe, ein Partner für Innovation. Unser Hauptziel ist es, dass wir Wissen, Kompetenz und neue Technologien in die Innovationsprojekte der KMUs einbringen. Wir wollen Ihnen heute gerne zeigen, wie das passiert, an konkreten Beispielen. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, was bis jetzt in den 6 Jahren auf der Reise des Hightech-Zentrums alles passiert ist. Und zwar hat der Kanton in diesen Jahren, wie Sie sehen, 22,8 Millionen in diese Art von Wirtschaftsförderung investiert. Mit dem haben wir folgende Wirkung erreicht oder folgende Aktionen ausgelöst. Das ist mal 4,8 Millionen in Machbarkeitsstudien. Sie werden heute Beispiele sehen. Durch unsere Arbeit und Kooperation konnten wir in dieser Zeit 16,2 Millionen Fördergelder national beschaffen für die Aargauer KMUs. Die Unternehmungen haben selber in diesen Projekten, wo Hochschulen involviert waren, 23,2 Millionen investiert, ausgelöst durch dieses Projekt. So entstand eine Wirkung von Projektvolumen von 44,2 Millionen in diesen 6 Jahren, wo wir tätig sind. Im Weiteren von diesem Budget, das Sie hier sehen, wurden 18 Millionen investiert, aufgewendet für KMU-Beratung in der ganzen Breite. Es wurde aber auch Aufwand betrieben, um die Schwerpunktthemen weiterzubringen, ist Nano- und Werkstofftechnologie, Energie- und Ressourcentechnologie. Und dann waren doch rund 300 Veranstaltungen, die hier meistens oder auch innerhalb des Kantons stattgefunden haben. Da sind auch Praxiszirkel darunter, diverse, wo konkrete Projekte bearbeitet wurden. Das ist das Bild im Ganzen und Sie sehen, insgesamt in diesen 6 Jahren wurden 1287 Projekte abgewickelt mit KMUs aller Art. Wir wissen, die Projektvolumen kennen wir genau von den Größenprojekten, das ist dieser Betrag. Bei den kleineren Projekten haben wir nicht alles erfasst, aber wir schätzen, dass das im gleichen Umfang sein könnte. Und das ist die Primärwirkung gegenüber dem, was der Kanton Aargau in unser Förderinstrument investiert hat. Ganz wichtig ist, und der Auftraggeber, der Kanton Aargau, verlangt ja auch von uns, dass wir unabhängig Kundenfeedbacks einholen. Und Sie sehen hier, wie die Kunden uns bewerten, unsere Experten, die sind ja an der Front. Wir haben hier eine Bewertung von 8,9, wobei 10 das Maximum ist. Und Sie sehen hier das Bild, 92% dieser befragten KMUs sagen, das Projekt hat mir, dem Unternehmen, einen Nutzen gebracht. Dann kommt die Frage, wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Beratung, zufälligerweise auch bei 8,9, was wir als guten Wert einstufen. Und Sie sehen die Frage, würden Sie das Hightech-Zentrum einem Kollegen informell empfehlen und da ist die Antwort 98% ja. Das ist ein Indikator für die Güte unserer Arbeit nebst den messbaren Ergebnissen. Wenn wir beim Danken sind, möchte ich doch kurz dem Kanton Aargau danken, dass wir die Möglichkeit haben, das Hightech-Zentrum betreiben. Wir machen das mit Überzeugung, engagiert. Wir wissen, dass wir uns laufend auch weiter verbessern können, das wollen wir auch tun. Danken möchte ich allen Partnern, die mit uns zusammenarbeiten, auch mit den Arbeitgeberverbänden tauschen wir uns aus, das ist sehr wichtig. Danke natürlich auch der Politik, die gibt ja die Freigabe für die Mittel. Und ich möchte ganz besonders Martin Bopp und den Mitarbeitenden im Hightech-Zentrum danken und auch meinen Kollegen und Kolleginnen im Verwaltungsrat. Es ist eine gute Sparringpartnerschaft und unser Ziel ist, dass wir uns weiterentwickeln können.